Herzlich willkommen bei Börse Saisonal. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Wenn Sie verstehen wollen, was an der Börse passiert, dann müssen Sie denken wie die großen Vermögensverwalter, denn die bewegen tatsächlich die Kurse. Ich rede besonders von denen in den USA, weil die die meisten Volumen haben und deswegen auch den größten Einfluss haben. Und wer verstehen will, was an der Börse will, muss verstehen, wie diese großen institutionellen Anleger denken und handeln, und er muss die Saisonalität kennen. Und darum soll es heute hier gehen. An diesem Kanal geht es sowieso immer wieder um Saisonalität. Am Anfang des Monats schauen wir uns an, was können wir denn vom August von der Saisonalität erwarten. Alles gleich nach dem Intro. Bevor wir mal in die Statistiken reingehen, nämlich wie der August denn genau aussieht normalerweise und was wir vom August erwarten können, schauen wir uns aber erstmal den Juli an. Wie saisonal war denn der Juli überhaupt, um abschätzen zu können, haben wir gerade viel Saisonalität am Markt oder gucken die Anleger gerade auf ganz andere Dinge? Hier sehen wir den Faktor Größe, den Renditefaktor Größe. Wir sehen hier, dass die kleinen Aktiengesellschaften deutlich besser gelaufen sind als die großen im Juli mit 2,83% plus, während die großen 0,76% plus gemacht haben. Das ist saisonal ganz typisch, deswegen das grüne Blatt und auch gut für die Börse. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Das heißt, wir haben hier Saisonalität und Optimismus am Markt im Juli. Wir sind ja schon im August und wissen, dass der Optimismus schnell verflogen ist. Aber trotzdem ist hier wichtig zu sehen, wie saisonal die Anleger sind. Dann schauen wir uns den Faktor Wachstum an. Das heißt Aktiengesellschaften, die viel Gewinnwachstum haben im Vergleich zu Aktien, die unterbewertet sind. Das heißt, deren Kurs deutlich unter den Vermögenswerten sind, deutlich unter den Gewinnerwartungen sind. Und da sehen wir, dass die Value-Titel, also die kleine Kurse und viel Wert hinten dran haben, sehr gut gelaufen sind im Juli mit 3,21% plus, während die Wachstumstitel hier schon nachgegeben haben im Juli. Da hat, sage ich mal, die Korrektur schon angefangen mit minus 3%. Das ist saisonal allerdings ganz typisch, dass hier eher die Value-Aktien gekauft werden. Allerdings ein schlechtes Zeichen für die Börse, weil sie glaubt, es könnte nach unten gehen und die Anleger, die sich so positioniert haben, die hatten ja auch recht, wie wir jetzt Anfang August schon wissen. Dann schauen wir uns an den Faktor Branchen, also zyklische Branchen zu defensiven Branchen. Die zyklischen Aktien, die haben nicht so gut performt, aber trotzdem 1,3% plus, während die defensiven Aktien sehr gut gefragt sind, 2,76%. Und hier hat sich im Juli eigentlich schon angekündigt, dass das Gefahr für Rückgänge im August größer wird, denn die Aktionäre, die ihre lieber defensive Aktien kaufen, die wollen wenig Schwankung haben, die wollen Dividenden haben, die wollen unabhängig sein von dem Wirtschaftszyklus. Während die Aktionäre oder die Käufer von Aktien, die auf zyklische Aktien setzen, die setzen auf Wachstum, die setzen auf Wirtschaftsaufschwung. Und das war jetzt im Juli nicht der Fall. Es wurden mehr defensive Aktien gekauft. Das heißt, das ist allerdings saisonal ganz typisch. Allerdings ein schlechtes Zeichen. Also hier hat sich auch schon angekündigt, dass der August saisonal wird und schlecht. Und das schauen wir uns noch an mit dem nächsten Marktrenditefaktor, nämlich Momentum. Beim Momentum sieht es wieder genauso aus. Die Momentum-Aktien sind schlechter gelaufen, minus 0,07, also plus minus 0, also eigentlich nichts passiert, während der Markt hier um 1% zugelegt hat. Das ist auch wieder saisonal typisch, allerdings ein schlechtes Zeichen für die Börse. Zusammenfassend können wir sagen, der Juli war 100% saisonal. Die Anleger haben sich saisonal ganz, ganz typisch verhalten. Und deswegen schätze ich mal, dass wir einen saisonal typischen August bekommen. Das heißt eher einen schlechten August. Wie schlecht der August normalerweise ist, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Schauen wir uns zunächst die Statistik an.
Also wir haben die Renditen erstmal, da ist der August positiv mit 0,11%. Wie Sie sehen, der September wird noch schlimmer. Aber wenn wir uns das Risiko betrachten, sehen wir, dass das Downside Risk sich plötzlich mehr als verdoppelt von 1,84 im Juli. Der Juli ist nicht wahnsinnig rentabel, er ist so knapp über dem Durchschnitt, aber er hat sehr wenig Risiko. Warum wissen wir, da kommt normalerweise neues Geld von den Aktiengesellschaften, von den Vermögensverwaltern in den Markt. Da werden Entscheidungen noch für ein halbes Jahr getroffen. Da wird in der Regel angelegt, eine gute Liquiditätsversorgung, bevor es in Urlaub geht. Und deswegen ist der August so gefährlich mit 3,82% Downside Risk, mehr als doppelt so hoch wie im Juli das Risiko, dass es nach unten geht. Warum? Weil es kommen keine neuen Gelder rein, also die Aktienrückkäufe sind abgeschlossen, die Vermögensverwalter haben sich positioniert, das heißt, hier haben wir wenig Geld, dann haben wir Urlaubszeit. Es sind sehr, sehr viele Fondsmanager im Urlaub, das heißt, viele technische Systeme übernehmen den Markt und da kann eine kleine Schwankung schon relativ viel bewegen nach unten, weil keiner mehr drüber guckt, sondern technische Systeme einfach sagen, ab dem Kurs verkaufen wir, ohne zu überlegen, um im Urlaub auch das Geld zu sichern. Genau, so sieht der August aus und natürlich haben wir auch wenig neue Impulse, außer vielleicht mal schlechte Nachrichten. Schauen wir uns aber die Statistik an, dann ist der August doch nicht ganz so schlecht, denn mit 65% der Fälle war der August positiv. Das ist schon eine starke Zahl, das ist weit über dem Durchschnitt, das gehört ja zu den besseren Monaten der August von der Gewinnhäufigkeit, aber die Zahlen sagen natürlich bei einem hohen Risiko, wenn es runtergeht, dann ist es sehr stark runtergegangen im August. Und wenn es positiv war, dann war es halt ein bisschen positiv, nicht so stark. Also der August ist von der Häufigkeit gar nicht so übel, allerdings von dem Ausmaß nach unten sehr stark und nach oben schwach. Schauen wir uns den Verlauf im August, den Chart des Monats an. Dann sehen wir, dass der ganz ordentlich aussieht. Also die mintfarbene Kurve ist der Median. Das ist so der typische August. Also wenn nichts Schlimmes passiert. Und die goldenfarbene Kurve, das ist der Mittelwert. Das heißt, da sind alle Beobachtungen gleichgewichtet. Und dann sieht man schon, die goldenfarbene Kurve ist ab Mitte des Monats unter dem Kurs des Median, das bedeutet, dass ab Mitte des Monats das Risiko noch mehr zunimmt. Und da sind wir noch gar nicht. Wenn Sie das August-Video haben mit der technischen Analyse, gucken Sie sich das bitte an. Wir sind jetzt schon Anfang August in der ersten Woche. Es ging 3 Tage stark nach unten und das Risiko wächst aber noch. Das ist dann eher wieder ein Signal, dass der August noch schwächer wird als jetzt schon erwartet. Aber ganz klar ist das einfach noch nicht. Wir haben keine klaren Aussagen. Denn jetzt kommt der große, große Faktor, den wir nicht vergessen dürfen, der in diesem Jahr nicht ganz rund läuft. Die Saisonalität der Monate wird überschattet oder unterstützt vom US-Wahlkampf. Und im US-Wahljahr ist der August in der Regel ein guter Monat. Warum? Weil die Wahlkämpfer gute Stimmung machen. Sie sorgen dafür, dass die Aktienmärkte nach oben gehen. Sie stimulieren die Wirtschaft. So ist normalerweise das US-Wahljahr, dass es vor dem Wahlkampf erst nochmal nach oben geht im August und September, dann ein bisschen eine Seitwärts- oder Bergabbewegung gibt und nach der Wahl nach oben geht. So ist es normal im US-Wahlzyklus. Und wir schauen uns jetzt mal den Chart des Monats im US-Wahljahr an. Dann sehen wir hier einen schönen steilen Aufstieg und der ist stärker als in den anderen US-Wahljahren. So sieht es normalerweise aus. Nur dieses Jahr ist es ein bisschen verrückt. Warum? Weil natürlich der US-Wahlkampf verrückt ist, ja. Normalerweise haben Sie einen amtierenden Präsidenten, der jetzt stark ist oder zumindest einigermaßen stark ist und stimuliert und sagt: Guck mal hier, ich habe die Gutes für die Wirtschaft gemacht, die Arbeitslosenzahlen sind gut und so weiter. Und das fehlt in diesem Wahlkampf komplett. Biden ist ja ausgefallen, neuer Kandidat und so weiter. Also das bringt einfach den ganzen US-Wahlzyklus am Aktienmarkt komplett durcheinander. Hier sind zu viele Unsicherheiten gewesen. Deswegen läuft es jetzt nicht ganz so typisch ab.
Und deswegen können wir jetzt nicht hundertprozentig oder 90 oder 80-prozentig damit rechnen, dass der August wie üblich im US-Wahljahr ein starker Monat wird. Ja, der Anfang hat uns ja schon gezeigt, dass hier einiges im Argen liegt. Im Argen liegt auch, was viele vergessen, die Korrektur wurde schon länger erwartet, weil die großen Tech-Werte, die die ganzen Indizes stark beherrschen, extrem gestiegen sind und überbewertet waren. Ja, mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 40, 35 und so weiter war das recht hoch. Und obwohl die Anleihen gerade runterkommen, war die Bewertung einfach zu hoch. Deswegen kommt jetzt ein bisschen Luft aus dem Markt. Von dem her sehe ich das im Moment noch als ganz normal an. Aber wir haben natürlich alle Angst, dass sich das zu einem Crash ausweitet oder einer Base, wo es dann monatelang nach unten geht. Wir werden gucken, wie es geht. Wir schauen uns noch den Jahreschart an und den Verlauf. Da sehen Sie die blaue Kurve im US-Wahlzyklus. Und das sind wirklich lange Datenreihen, die was aussagen. Hier ist die Schwäche. Das hat sich alles ein bisschen verrutscht. Und hier eben im Juli fängt die Rallye an, August, September und wird dann erst im September, Oktober schwach. So sieht es normalerweise aus. Aber ich glaube, in diesem Jahr durch diesen verkorksten Wahlkampf können wir nicht auf diese Statistiken bauen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der August wird trotzdem nicht so schlimm. Ich glaube eher, dass es eine Korrektur wird, eine gesunde, und dass sich die Kleinen und die Großen wieder annähern und so weiter. Aber wir werden der Dinge harren und deswegen werde ich Ihnen auch von Urlaub aus weiter berichten, was sich am Aktienmarkt so tut. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, genießen Sie den Sommer, lassen Sie sich nicht die Laune verderben, wenn die Kurse nach unten geht. Irgendwann gehen sie auch wieder nach oben. Alles Gute, Ihr Thomas Hupp.